Hier am Feiertag. Jawohl. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben die Dungeons gemacht. Und... hier sind wir... Wir sind jetzt mittlerweile Level 18. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Und... haben relativ gut reingeskillt, würde ich sagen. Was haben wir hier? Todesstoß. Können wir die zurücksetzen und... ah, ich brauche keine mehr. Okay. Dann machen wir hier weiter. Verbessert der Todesstoß und Todesstoß des Kämpfers als nächstes. So. Dann haben wir hier die Map. Okay, ich kann immer wieder rein die Ruinen machen. Aber es ist keine Truhe mehr dann dabei. Genau, den Aspekt haben wir geholt. Alright. Wir hatten hier noch was aufgenommen. Das verfolgen wir jetzt. Und dann sehen wir weiter. Let's go. Ich muss warten. Schade, dass es hier nicht so ein Overlay-Shit gibt wie bei Path of Exile, dass die Map viel mehr sichtbar ist, wenn du rumläufst. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo, aber... ganz da hinten. Okay. Corrick wurde fortgebracht, weil er ein Kind in seinem Alter ermordet hat. Er hat bekommen, was er verdient hat, nehme ich an. Aber nun schreit sein Geist. Er schreit nach mir. Er lässt mich nicht in Ruhe. Okay. Als sie herausfanden, was er getan hat, fesselten sie ihn und trugen ihn zum schwarzen Asylum. Jahre das Asylum aufgegeben. Man sagt, wer Glück hatte, verhungerte. Der Rest entkam, nur um gegeneinander zu kämpfen. Es war ein grausamer Tod. Kein Wunder, dass einige keine Ruhe finden konnten. Ja. Gut. Schmeckt.
Dann mal rein da, was? Nix gibt's da, warum gibt's da nix? Warte mal, müssen hier mal. Diablo 4 Gehacke und Gebabbel. Nothing inside. Ganz schön Schaden auf jeden Fall. Bonjour, mon ami, was geht? Wie geht's, wie steht's? Alles frisch? Matschen. Ich habe kaum noch Blut.
So, haben wir die Torwinde aktiviert. Ich brauche mehr Wut. Ich muss warten. Andere Dinge haben wir wahrscheinlich dann da oben. Diese Tür ist versiegelt. So. Abfahrt. Ab ins Loch. Moin, Lord Reaver, was geht? Alles frisch? Oh, soweit, alles frisch, soweit. Zorniges Phantom, überall Schimmel. Ich bin noch nicht bereit.
Der Blute, Junge. Ich bin noch nicht bereit. Ui, war da aufgesammelt. Mit 24 Schaden. Ja, 50 Schaden. Lass mal noch. So. Todesstoß. Besser der Todesstoß. Und dann Todesstoß des Kämpfers. Ich matsche euch alle weg. Ich bin noch nicht bereit. Gibt aufs Fressbrett, Leute! Eine Targe! Schein der Druckwelle. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kaum noch Blut. Ich bin noch nicht bereit. Auf da! Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Nice. Give it to me, this shit. Auf da!
Alle abgeschlossen. Verfluchte Tore. Was haben wir denn da gekriegt? ...141 Schaden, der Ring, Bandschuld, Bandschuld. Ja, nehmen wir doch, so. Magieschild. Gebackt hat, nichts machen könnte. Gegner. Bitte entreißt sie ihnen. Lasst es enden. Ich habe keine Wut mehr. Mach Hack aus euch! Alles wird aus Hack gemacht! Hack! Sag mal guten Tag, ich hab ne Hackfresse! Weil ich gerne Hack esse! Komm mir bloß nicht mit Tofu, das finde ich doof, du! Denn Hackfresse ist schon, Hack sexuell! Und ohne sein Hack wird alles kriminell! Oh Baby, alles wird aus Hack gemacht! Hack! Sag mal guten Tag! Ich muss warten. Hast du geschafft? Nee. Nein! Bitte! Was? Egal, haben wir so oder so geschafft.
Okay, also haben wir alles gekriegt. Edelstein. Level aufgestiegen. Todesstoß des Kämpfers. So. Okay. 14 Gegner übrig. Ich brauche mehr Wut. Ich bin noch nicht bereit. Ein Gegner. Portal abgeschlossen. Nice. Mal quick was zu trinken holen.
Ah. So. Jesus! I'm back! Hier bin ich. Moment, muss kurz erscheinen. Ah, schaut sogar zu, Alter. Ehrenmann. So. Müssen wir das noch abgeben? Hier können wir eine neue aufnehmen. Hört gut zu. Ich habe nicht viel Zeit. Einer unserer Männer, Fürst Avitus, wurde in der alten Stadt unter dem Berg niedergestreckt. Wir haben Ave seine mir. Leiche zum Beinhaus gebracht, aber er erwachte und lechzte nach Blut. Nur ich konnte entkommen. Bitte, ihr müsst ihn töten. Alright, let's kill them. Erstmal zu dem Bub zurücklaufen. Weiß doch gar nicht, Tassilo, wenn du zuschaust, wäre es sinnvoller, erstmal die Hauptstory weiterzumachen, dass ich das Reittier bekomme. Weil es nervt schon, dass ich hier überall rumlatschen muss. Ab wann kriegt man das? Ist es bald oder? Kann ich was verpassen wegen der Nebenquest? Also kann ich die auch wann anders dann machen? Oder verschwinden die, wenn ich die jetzt nicht mache? Und doch fühle ich ihn immer noch. Ich höre immer noch seine Schreie. Die Wahrheit wird mich nie loslassen. Ich habe meinen lieben Jungen Sünde fortgeschickt, die mein eigenes Werk war. Das Blut klebt an meinen Händen. Ganz und gar. Himmel, vergebt mir. Ich muss meinen Sohn besuchen. Ich komme. Gorik. Jo, dann machen wir mal Hauptquest weiter. Und zwar. Machen wir doch das. Ja, stimmt. Immer 5 Sekunden Cooldown, aber. Ich habe nicht genug Mut. Meine Finger sind noch so fett für die Maus, Alter. Muss warten. Verpisst euch, Ledermäuse. Muss warten. Hier.
Sir. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Leck mich am Arsch. So. Das kann ich nicht ausrüsten. Nice. Das ist besser. Gegen Feuer und Schatten, Schaden gegen Gegner in der Nähe. Das ist ja nicht mehr. Dann können wir die Sinnlos-Scheiße aus unserem Inventory schmeißen. Verkaufswert unter 1000 weg. Östliche Ebene. Tundra von Oljam. Yam, yam, yam. Bin ich jetzt hier so im Ghoul Area angekommen? Na Jungs.
Ich sorge für einen steten Nachschub an, sagen wir, Proben. Für die Geistlichen in der Nähe. Allerdings wird es immer gefährlicher, ihren Wissensdurst zu stillen. Ich benötige eine große Menge intakter Ghoul-Herzen aus der Umgebung. Die gefräßigen Toten in der Nähe haben etwas Besonderes an sich. Sie können sich mit nur wenigen Tropfen Blut reanimieren. Ich würde selbst aufbrechen und sie holen. Doch ich bin es eher gewohnt, mit den vollständig Toten zu verkehren. Natürlich schätze ich eure Diskretion und ihr werdet angemessen entlohnt. Okay. Schnellreise freigeschaltet. Jelesna. Diese Blase bringt mich noch um. Mein Ehemann Feodor hat unser Haus mitten in der Nacht verlassen. Ich habe gehört, wie er mit jemandem sprach, einer Frau. Als ich die beiden zur Rede stellen wollte, flohen sie in Richtung eines seltsamen Lichts im Wald. Sie sind die ganze Nacht nicht zurückgekommen. Ich denke, es wird Zeit, nach ihm zu sehen. Doch der Wald ist gefährlich. Würdet ihr mich begleiten? Kann ich irgendwann mal machen. Verpiss dich, renne mir jetzt hinterher. Lasst mich in Ruhe. Ich bin außer Dienst. Will ein wenig Spaß haben, zur Abwechslung mal. Von Jelesna aus trat ich meine Pilgerreise an. Ich sprach in einem Schrein am Wegesrand meinen Dank aus und erhielt einen Segen für meine Reise. Okay. Lasst mich in Ruhe. Ich bin außer Dienst. Will ein wenig Spaß haben, zur Abwechslung mal. Guck mal, die kaufe ich mit diesen blauen Coins. Ich kann ihm keine Gegenstände verkaufen. Hey Bruder, brauche ich diese Schlüssel? Wäre das worth? Oder wäre es worth, irgendwas von einem anderen Scheiß hier zu kaufen? Für jetzt den Progress des Games? Oder noch nicht so? Hör zu, ich habe nicht um diesen Posten gebeten, aber solange ich hier bin, kann ich auch etwas Geld verdienen. Keine Sorge, ich bezahle meinen Zehn. Ah, okay. Die beste Rüstung in den Gipfeln. Gut, was habt ihr noch? Ah, wie viel kann ich tragen? Bis zum nächsten Mal. Passiert nichts. Ah, 500. Okay. Viel wert, Alter. What the fuck?
Komm, dann gib mir mal einen random Hammer. Okay. Durch Schrotz. Nicht viel, was? Pech gehabt. Aber wenn der noch mal ein bisschen besser ist. Immerhin. Und wir können was reinpacken. Kann ich die Steine, die ich reinpacke, eigentlich wieder rauspacken? Oder sollte ich die noch gar nicht reinpacken? Entferne ich das dann? Oder muss ich dann zum Schmied wahrscheinlich gehen, ne? So. Ah, beim Juwelier. Was benötigt ihr? Rava schickt mich. Ich suche nach Vigo. Ihr und dieses nervige Thank Kind. You, Bruder. Das Mädchen liegt uns schon die ganze Woche mit dieser Dämonenfrau in den Ohren. Vigo ist gegangen, um ihren Behauptungen nachzugehen. Er sollte im Bergbaulager nördlich von hier sein. Eine ganze Eskorte von Rittern ist dort letzte Woche verschwunden. Zusammen mit der Mutter des Mädchens und einer anderen Frau. Passt da draußen auf. Jo, ne Kitsch, bis gleich. Nice, jetzt können wir 5 Tränke tragen. Ah, dieser Pfeil da heißt, dass man den upgraden kann, oder was? Machen wir das doch gleich. Thanks for info, Bruder! Mal hier, dann können wir was machen. Ah, Tee, nice. Aha, ihr habt ein Auge für Qualität. In ganz Sanctuario werdet ihr keinen besseren Juwelenschleifer finden. Bringt mir eure unbehauenen Steine und ich vollbringe Wunder. Ihr werdet sehen. Thank you.
Ha? Sockel hinzufügen, Gegenstand aufwerten. Aufwerten wird wahrscheinlich noch nichts bringen, ne? Das Licht über euch wachen. So, wo ist die Trank-Tussi? Ist da, oder? Nice. Nehmen wir sie so noch mit? Dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Mein Junge, ich glaube, dass er besessen. Ah, gut. Ihr seht fähig aus. Crush mal ich so könnte Elixier. Zwei zusätzliche Hände okay. gebrauchen, um den Dämon auszutreiben, der in den Sohn dieses Mannes gefahren ist. Wir treffen uns dort im Keller. Und macht euch darauf gefasst, ein Wunder zu bezeugen. Oh, das schmeckt natürlich. Ist es dann In-Game-Time oder ist es Real-Time? Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt noch zock, aber fürs nächste Mal dann. Wenn ihr die Zutaten habt, braue ich euch was. Ah, okay. Wo finde ich die denn? Ah. Alright. Was ist das jetzt? Okay. Hier unten ist es kälter als da draußen. Ein deutliches Zeichen dämonischer Präsenz. Nehmt meinen Kelch und platziert ihn vor dem Jungen. Ich muss in meinem Gebetsbuch nach den richtigen Passagen suchen. Okay. Schwester, ich weiß, dass es die gängige Methode der Kathedrale ist, die besessene Person zu verbrennen. Manche Geistliche können recht verbissen sein, wenn sie die Schriften befolgen. Jetzt bin ich gespannt. Hier wird das nicht passieren. Och, dem Licht sei Dank. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Lasst das Licht die Dunkelheit. Erbärmlich. Das Kind gehört mir. Gütige Engel, mein Sohn! Lasst das Licht die Dunkelheit verdrängen, die sich in diesem Kind verbirgt. Vater, treibt diesen Dämon aus. Euer Gewimmer hat hier keine Wirkung. Ich lasse los. Seine Seele gehört mir. Vater,
Beschützt dieses Kind mit eurer Gnade. Ich befehle euch, aus diesem Körper zu entfliehen. Nein! Weg mit dir! Es ist vollbracht. Vater, mein Junge, kannst du mich hören? Bitte, sag etwas. Vater? Wo bin ich? Mein Junge, Vater, dir geht es gut. Ich danke euch, Schwester. Sehr gerne. Ich bin sicher, dass ich euch bei der nächsten Messe sehe, oder, Petra? In der ersten Reihe? Natürlich, Schwester. Selbstverständlich. Geben wir ihn einen Moment. Sprecht draußen mit mir. Ihr habt euch gut geschlagen. Ihr seid besser für solche Arbeit geeignet, als ihr denkt. In Kyovashat gibt es noch viele Menschen, die mich brauchen. Falls ihr Zeit habt, würde ich eure Unterstützung begrüßen. So, haben wir das erledigt. Sonst gibt's hier nichts. Ich bin noch nicht bereit. Let's go! Bitches! Eine gute Ausbeute. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Gimlo. Ha!
Das weiß ich zu schätzen. Was haben wir da jetzt gekriegt? Stackt sich das, wenn ich jetzt den schwaches Elixier des Angriffs nehme und das nehme? Habe ich dann 10% Boni? Wäre schon nice, würde es gehen. Ausgezeichnete Arbeit, Freund. Ghoulherzen scheinen die Geistlichen in letzter Zeit zu faszinieren. Das ist nicht überraschend. Den Feind zu verstehen, ist der erste Schritt zum Sieg. Ah, okay. So, dann machen wir die Quest, dass wir die Christina wieder los sind. Die geht auf die Eier. Und die macht ja gar nichts. Mannequin. Wir haben zu viel Zuschauer. Was geht ab? Schön, dass ihr reinschaut. Mein lieber Theodor. Weißt du, ihr Mann? Mögest du nun ewige Seligkeit erfahren. Theodor! Was ist passiert? Fuck. Oh Himmel! Nein! Nein! Was ich gesehen habe. So viel Wonne. So viel Schmerz. Ich brauche mehr. Was? Theodor! Wie könnt ihr... Mehr. Bitte, folgt der Frau, die ihm das angetan hat. Mehr. Mehr. Mehr, mehr, mehr. Mehr. Ja. Masochisten, ne? Kann man ja nichts machen. Mischt euch nicht ein! Oh,
hier voll, Akio. Fiem fatal. Ihr auf eine Belohnung aus seid, nehmt den Dolch aus seiner Brust und lasst mich allein. Hm. Feiner Dolch. Wow. Um die Klinge haben sich schartige Kristalle aus getrocknetem Blut gebildet. Dieses Phänomen muss aufgetreten sein, nachdem die Klinge aus Fedors Brust gezogen wurde. Alright. Steckt euch, oder? Bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Okay, that's it, oder was? Und dann bewegen wir uns noch dahin, weil... ich nicht weiß, wie lange ich jetzt noch zock. Ins Loch. Ah!
sich von mir ernährt. Meine Seele. Bitte. Entreißt sie ihnen. Weich. Lasst es enden. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Haben wir noch ein Level gegangen? Ich muss warten. Nein. Bitte. Okay. Nice. Ich gehe nochmal den Bild durch. So, Sprungschlag. Verbessert der Sprungschlag? Sprungschlag der Schlacht. Dann zerfleischen, verbessertes Zerfleischen, furioses Zerfleischen. Verbessertes, furioses. Schlachtruf. Verbessert der Schlachtruf. Und taktischer Schlachtruf. Dann zweimal zerfleischen, heißt wir sind bei 3. Kriegsschrei. Verbesserter Kriegsschrei, starker Kriegsschrei. Zerfleischen 4-5. Dann haben wir Lähmung, Todesstoß, verbesserter Todesstoß, Todesstoß des Kämpfers, Todesstoß. Ja, passt sogar, nice. So, dann passt das ja alles. Oh. Ah ja, böse! Ah. Oh. Wir rücken irgendwie halt. Toll. War so ein Schlüssel für so eine stille Truhe, oder?
Voll irgendwelche Schleifspuren hier. Oh, das ist ein Weg. Das Maul! Alter, was hat der denn getan? Mal so einen Keller. Abfahrt. Der sieht genauso aus. Ich bin noch nicht bereit. Dämonenherzen, was kann man damit machen? Geheiligtes Beinhaus. Ah! Ah! Tötet Fürst Avitus. Was für Dinge. Ich bin noch nicht bereit. Betäubt. Ich bin noch nicht bereit. Oh, was ist denn schon? Ich bin noch nicht bereit. Explodieren machen dann voll den Schaden.
So, haben wir irgendwo einen vergessen. Scheiße, Junge. Ich bin noch nicht bereit. Mein Name ist Pomuk Sliczek. Ich schreibe dies, während ich zwischen den verdammten Gräbern jener, die meine Brüder sein könnten, verblute. Ich habe diese elenden Kreaturen schon gejagt, seitdem ich ein Messer gegen sie erheben konnte. Sie ernähren sich von Blut, vermehren sich stark. Ich habe sie in dieses Nest gejagt, doch das war eine Falle. Ihr Anführer kann die Toten erwecken und ich sorge mich um alle, die sich ahnen. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Endet das nie? Anscheinend. Bitte. Ohne euch wäre ich tot. Ich denke, ab jetzt komme ich zurecht. Bitte, nehmt dies.
muss warten. Nein, ich bin gestorben, lol. Ah. GG. Ja gut, ich muss jetzt eh weg, Freunde. Peace. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und wir sehen uns in Yelesna.